So, du. Auge. Du. Tag des Schutzes. Du. Tag der Götter. Und so ein kleines bisschen einsammeln. Auch wenn wir das nicht so wirklich brauchen. Aber hey, Gold. Ich merke ja immer wieder, dass wir kein Gold haben. Wenn man nicht zwischendurch Gold einsammelt, haben wir auch keins. Ja. Also, zu Ende hoch. Oh, Kiste. Eine schicke Kiste. 10 Ausdauer, Rüstung und Trefferpunkte. Ja. Doch. Wenn man bedenkt, dass hier eigentlich nur Skelette und Geister rumstehen. Also, drin ist es garstig, keine Frage. Aber hier draußen könnte man schon recht früh hinlaufen. Hm. Fürs nächste Mal spielen, merken. So, die Geister haben nichts. Wie war es mit dem Umhang? Du hast schon so einen schwarzen. Stärke plus 7. Der hier ist besser. Aber ich werde mal gucken, was sie hat. Genau, sie hat nur so einen doofen roten. Also, zieh den bitte an. Der kommt weg. Wir sollten eigentlich mal verkaufen gehen. Ne? Ja, nichts davon ist ordentlich. Und sie hat ganz viel zu verzaubern. Ja, also eigentlich steht... Oh, warte mal. Hier ist ja eine Stadt, warte mal. Da müssen wir nicht extra irgendwo anders hinlaufen, sondern machen einfach hier. Nein! 9 Minuten! Nee. Okay, 1 Stunde warten. 17 Stunden halten die noch. Ja, okay. Ein Tag, 19 Stunden. Ich hatte mir gerade Sorgen gemacht, weil ich jetzt raste, dass die ganzen Buffs verschwinden. Aber die halten inzwischen ja doch recht lange. Okay, bis Sonnenaufgang warten. Wie lange haltet ihr jetzt noch? 6 Stunden. Wie geht's? Wie geht's? Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Noch irgendwas Rüstungsartiges? Nicht wirklich. Das zu ihr, das zu ihr, das zu ihr. Jetzt bräuchten wir noch einen Waffenhändler. Und Kingelitzchen. Miss Long? Achso, der hat schon was. So, du gib den ganzen Kladderadatsch schon mal zu ihr. Ja. Das dahin, das dahin. Okay. Also, wo ein Rüstungshändler ist, kann ein Waffenschmied nicht fern sein. Hoffe ich zumindest. Haus, nein. Geschlossen. Rauch und Spiegel. Du siehst, ist alles, ah, Kinkerlitzchen, sehr schön. Weg, 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 weg. Das muss noch verzaubert werden. Was wollen wir alles behalten? Was hast du denn so? Charisma plus 8, Feuerresistenz, Intellekt plus 8. Hält sich in Grenzen. 5 Stärke und Ausdauer. Nee, komm. Du, verzaubern. Schuhe. Glück plus 9. Kommt mal zu unserem Static Whip. Sehr schön hoch. So, der Speer kann weg. Waffenhändler. Haus, Haus. Stumpf, Trauma, Waffen. Willst du etwas kaufen? Okay. Also Blunt Trauma. Verkaufen. Weg, 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 weg. Und wir haben Platz. Und er hat definitiv Traumawaffen. Das passt schon. Du, wir würden gerne fliegen. Wie sehen jetzt die Buffs aus? Also die hier unten, ein Tag, das passt. Hier oben 4 Stunden, 26 Minuten. Also okay, ich denke mal nicht, dass wir so lange drin bleiben werden. Wenn er jetzt schon fliegende Augen und Litsche und was weiß ich ist, wird es nicht so einfach wie geplant. Und da unten hatten wir so eine hellblaue Nische. Oh, die sind jetzt über oder unter uns, die Gegner. Das hört sich nicht gut an. Ah, nee, über uns. Genau, hier die Nische. Au, 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 au. Was? Das ist einfach nur eine Falle. Okay. Das hätten wir uns sparen können. So, hier ging's. Au.
Da bist du. Ein schreckliches Auge. Das ist schon stärker als ein fliegendes Auge. Ist immun gegen Feuerschaden. Das ist schon mal nicht gut. Implosion macht Schaden. Fliegende Faust macht keinen Schaden. Gut. Also zwei von drei Schadensmachern haben schon mal keine Chance, Schaden zu machen. Jedenfalls nicht mit ihren Lieblingszaubern. Das heißt, wir wechseln mal auf Giftwolke, würde ich sagen. Okay. 91, gut. Und du? Zählst nicht als Untot und Solarstrahl kannst du nicht benutzen hier drin. Fliegende Faust ging nicht. Wir hatten hier noch einen Gedankenschlag oder so, den sollten wir uns mal kaufen. Allgemein die letzten vier Zauber sollten wir einfach kaufen. Na gut, mach einfach das da. Dir ist irgendwas passiert? Ängstlich. Oh. Armer Geogon. Und kaputt. Okay. Also sind machbar, aber keine schönen Gegner. 101. Ja, okay. Ihren Quickzauber soll ich noch ändern. Du. Was für einen Quickzauber geben wir der Klerikerin? 50 Zauberpunkte ist einfach viel zu viel. Bolzen müssen auch keinen Schaden machen. Nö. Weg. Die haben nicht mal Loot dabei. Na doch, ab und an Ring. Oh. Das sind ein paar Ogre. Es sind ein paar mehr Augen. Ich glaube, jetzt lohnt sich dieser eine Prismenspruch doch ganz gut. Du probier mal bitte Entfernung. Okay. Sie sind nicht feuerimmun, sie sind nur verbrennenimmun, warum auch immer. Aber das Entfernung hat nicht sehr viel Schaden gemacht, das lohnt nicht. So, du. Prismenfeuer hat keinen Schaden gemacht. Also irgendwie ist der Spruch komisch. Du mach mal lieber Giftwolke. 129, das ist schick. Genau, also Prismenfeuer. Richtet 25 Schadenspunkte plus eine Fähigkeit in Lichtmagie an. In allen Kreaturen in Sichtfeld. Kann nur in geschlossenen Räumen verwendet werden. Wir sind definitiv in einem Dungeon. Mal wieder und er geht trotzdem nicht. Das finde ich sehr frustrierend. Du. Irrsinn heilen. Da. Wahnsinnsauge. Sie ist ohnmächtig. Okay. Okay, eins von diesen Augen noch töten, dann können wir sie wieder zurück. Was war das? Rückziehen. Puffs sind weg. Das ist nicht gut. Oh, Zauberpunkte sind auch gleich aus. Kann schauen. Das Auge muss noch sterben. Nein. Okay. Ogre können wir aber töten. Und seinen Frust an Schwächeren auslassen und so. Da. Wenn wir jetzt von den Ogern verprügelt werden, dann. Genau, weg. So. Wenigstens etwas getötet hier. Das kann ja nicht angehen. Und die können uns durch die Mauer hindurch entzaubern. Das ist nicht schön. Bitte nicht durch die Wand uns töten. Bitte nicht durch die Wand uns töten. So. Okay, ist im Schlafen, ist nicht wirklich was geworden. Nichts wie Weg. Ja, ich überlege gerade, ob wir da jetzt weitermachen sollen oder nicht. Weil wirklich gefallen tut es mir dann nicht. Aber wir haben schon wieder fast einen Stufenaufstieg. Also kann es nicht so schlecht da drin sein.
Oh, die Augen sind garstig. Nee, komm, wir schlafen. Wir fliegen, wir schützen, wir göttern. Und dann springen wir woanders hin. Haben wir hier noch was? Jo, wir haben hier unten noch ganz viel Gebiet. Flupp. Gucken wir uns da mal um. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht an den Harpien vorbeikommen. Und wir hätten uns besseres Wetter zum Fliegen aussuchen können. Es ist viel zu diesig. Ganz viele Brücken. Das dazwischen soll wohl nicht wirklich Wasser sein, sondern Moor. Das ist ein bisschen schwierig darzustellen, wenn man dafür keine Textur hat. Und da sind die Harpien. Du. Misslungen, ja. Okay. Du. Fluch entfernen. Fluch entfernen. Komm schon. Ja gut. Du, Fluch und Fern bei ihr. Komm schon. Fluch und Fern bei dir. Ich sollte es versuchen, erstmal zu töten und dann zu entfernen. Die letzte von denen hat uns noch verflucht. Hinten ist noch was. So, grün. Also, nicht du. Du, Fluch entfernen. Gold. Mhm. Hier könnten wir eine von den Statuen aufstellen. Also wir haben mehrere Statuen, die wir aufstellen müssten. Die liegen immer noch in der Kiste bei dem Auftraggeber. Du, Fluch entfernen. So, noch mehr Harpien, noch mehr Harpien, noch mehr Harpien, noch viel mehr Harpien. Wir werden gleich wieder verflucht, ich sehe es schon. Oh, was haben wir da? Ein Bar-Tempel, oder? Bei der Form. Tempelbar, ja. Hinten sonst noch was? Karte? Ne, scheint nicht viel zu sein. Okay. Da ist ein Brunnen. Was machst du? Nichts. Oh. Fliegen. Viele rote Punkte. Karte. Okay, kurzen Schwenker nach links. Gucken, ob wir irgendwelche Gebäude sehen können im Nebel. Da ist was. Oh, ein Schrein. Stimmt, das ist so ein Punkt, den wir auf jeden Fall markieren sollten. Den Seher. Das sind doch ein paar von euch, ja. Das war ein schöner Treffer. Fluch entfernen. Komm her. Komm schon. Weg. Ist vollkommen in Zeitverschwendung gerade. Ich könnte einfach nur zum Schrein hinlaufen, gucken, was es ist und weiterfliegen. Aber hey. Unsere Helden sind da eigen. Merkt, wenn man kein Heldentum hat, dass es doch ein wenig zäh ist im Schaden im Nahkampf. Aber dafür, dass wir nur einen wirklichen Kämpfer haben, passt das schon. Oh nein, Gerogon ist betrunken. Merkt man an seinem komischen Blick und der roten Nase. Und davon, dass er schwafelt, dass es nicht genug Gold ist, obwohl gar kein Gold da ist. Und auch gar kein Gold da sein sollte. Da, besoffen. Du, entfernen.
Und hier haben wir was für einen Schrein? Schrein der Reaktion. Okay. Darkmoor wird aufgeschrieben. Reaktion. Mhm. Du Fluchentfernung. Ding, 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 ding. Fliegen. Also, das war unser Schwenker nach rechts. Nach links. Wir sind nicht in Darkmoor, sind im Sumpf der verdammt. Das war nicht beabsichtigt. Sumpf D. V. Genau, das war Blackshire. Waren die Werwölfe? Gab's Darkmoor auch? Ich glaube, ich verwirr mich gerade selber. Aber gut, ich habe es richtig aufgeschrieben. Das reicht. Nur Gegner, Gegner, Gegner. Keine Dungeons. Kein gar nichts. Da ist ein Haus. Hallo, hereinspaziert. Zimmer mieten? Ja, komm, warum nicht? Du, entfernen. Wenigstens der Nebel weg. Da könnte noch was sein, aber ich bezweifle das irgendwie. Oh. Das Entfluchen ging durch. Aber das Verflucht werden ist zu lange her. Also wir müssen erstmal weg und uns irgendwo anders entfluchen. Und das klappt natürlich nicht.